wir da gemacht? Da haben wir aber eine wilde Diskussion angestoßen mit dem Pepper-Video. Ja, also wir haben auch lange überlegt, ob wir jetzt überhaupt hier so eine Stellungnahme dazu machen, aber es sind ja doch einige Kommentare, die uns da erreicht haben auf verschiedensten Wegen und deswegen dachten wir, geben wir mal einmal eine kurze kleine Rückmeldung dazu. Genau, und wir wollten den Pepper keinesfalls schlecht reden. Wir sind jetzt allerdings sehr viel mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen. Da fallen dann halt einige Teile auf, die so vorher gar nicht ins Gewicht gefallen sind und die haben wir halt angesprochen. Ich denke, dass wir ganz... froh darüber gewesen wären, wenn wir vor dem Kauf so ein Video gesehen hätten. Vielleicht, weil wir waren auch ein bisschen zwiespaltig. Holen wir uns einen gebrauchten von einem anderen Fabrikat oder jetzt, wir haben uns jetzt für den Pepper als Neufahrzeug entschieden, weil der Preis, wie gesagt, unschlagbar war und immer gerade noch unschlagbar ist. Gerade für ein neues ist. Fahrzeug ist der Preis halt auch wirklich und mit der Ausstattung ist es einfach top und dementsprechend sind wir natürlich beim Pepper hängen geblieben und haben uns letztendlich gegen einen gebrauchten entschieden. Und für uns war es auch das allererste Wohnmobil. Wir haben natürlich lange dafür gespart, dass man sich so ein teures Hobby leisten kann. Und wir genießen eigentlich jeden Tag, den wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Jetzt selber sind wir auch gerade wieder unterwegs, stehen hier an der Mosel mit einem richtig, richtig tollen Blick auf die Mosel und sind wirklich viel unterwegs, ob es Österreich ist, ob es Norwegen ist. Also wir nutzen diesen Pepper wirklich sehr intensiv. Da ist natürlich auch wieder, wie schon im ersten Video gesagt, der riesen Pepper-Vorteil. Er ist schön klein und wendig. Also es macht wirklich Spaß, mit dem Fahrzeug zu fahren. Es ist wie PKW fahren. Auch ich als Frau fahre ihn gerne. Wenn man mal irgendwo eine Straße einfährt, die nicht richtig ist, man kann eigentlich problemlos überall wenden und muss nicht großartig nivellieren, hätte ich bald gesagt, rumhantieren, bis man da wieder rauskommt. Oder. Ja, das haben wir in Norwegen jetzt auch gemerkt. Also es hat wirklich super, super gut geklappt. Und ja, um aufs Video zurückzukommen, natürlich, uns ist bewusst, dass es viele Kleinigkeiten hier sind, die man selber fertig machen kann. Kann man. Vielleicht kam das in diesem Video auch einfach nur so rüber, dass da gerade, ja, als wir hier durchgegangen sind, dann fällt einem natürlich viel auf. Es und fängt man erstmal an, über etwas zu reden, was schlecht ist, dann kommt natürlich, das ist noch, das ist noch, das ist noch, das ist noch und das summiert sich. Und wenn man natürlich die geballte Ladung von den ganzen Sachen, die einen stören, in diesem Video zusammenfasst, dann kann das natürlich so wirken, als wenn wir überhaupt nicht zufrieden sind mit diesem Wohnmobil. Und, sind wir aber. Also uns gefällt er wirklich sehr gut. Und ja, sind halt viele Kleinigkeiten. Und ich denke mal, gerade wenn man für so ein Wohnmobil, wir sind noch recht jung, und wenn man lange dafür spart, sich so einen Traum zu erfüllen, dass man halt so ein Wohnmobil hat, mit dem man reisen kann. Wir hatten vorher einen ganz alten Wohnwagen und sind dann jetzt aufs Wohnmobil umgestiegen. Das war natürlich für uns das erste Wohnmobil. Und, genau, da war auch so ein Kommentar. Ihr wisst ja eigentlich, oder ihr wusstet von Anfang an, dass das Bad zu klein ist. Ja, das wussten wir, das haben wir auch gesehen. Wir waren vorher mit dem Wohnwagen unterwegs. Wir sind reinweg nur Campingplätze angefahren. Da hätten wir dann auch die Dusche und die Toiletten auf dem Campingplatz benutzt. Wir sind aber nicht davon ausgegangen, dass wir wirklich zu 95% mit dem Wohnmobil autark stehen. Und ja, die erste Zeit sind wir ja noch auf Campingplätze gefahren, bis wir irgendwann gemerkt haben, was das für ein toller Luxus ist, wenn man mit dem Wohnmobil auf Stellplätze fährt und einfach nichts braucht. Man braucht keine Duschen, man braucht keine Toilette, man hat hier einfach alles. Und seitdem wir das Wohnmobil haben, haben wir kein Mal mehr auf dem Campingplatz geduscht oder die Toilette benutzt. Also wir benutzen die Sachen ausschließlich hier im Wohnmobil. Die Dusche funktioniert top. Das Klo, klar, hatten wir gesagt, ist etwas eng. Kommt halt immer auch drauf an. Ne? Klar, wir haben auch Kommentare bekommen, man kann das Waschbecken ausbauen, man kann es zur Seite setzen und so weiter. Kann man machen. Wir selber wollen es natürlich nicht machen. Es ist aber alles im grünen Bereich, da braucht man gar nicht großartig drum sprechen. Es ist zwar etwas enger, aber es funktioniert und es reicht völlig aus. Die Kommentare kamen an, nehmt euch doch selber einen Schlüssel in der Hand, das alles am halben Vormittag erledigt. Ja, natürlich reparieren wir die Sachen auch größtenteils selber, soweit wir es können. Nur wichtig ist, oder ich fand es ganz gut, das mal anzusprechen, weil der Pepper, der wird überall nur mit Kussmund irgendwie beschrieben, ja, alle wollen den Pepper haben und es ist ein super schickes, tolles Fahrzeug. Der sieht von außen klasse aus. Wir wurden schon so oft auf Stellplätzen wirklich angesprochen, oh, ihr habt den Pepper. Ja, wir haben den, wir sind auch super stolz darauf, dass wir dieses Fahrzeug haben. Und wenn man andere Fahrzeuge anguckt, ich finde den von innen auch einfach, oder wir beide finden den richtig schick. Der ist super toll, der passt zu jungen Leuten und viele andere Wohnmobile sind von innen, also für uns persönlich, die passen nicht so zu uns. Da fühlen wir uns nicht drin wohl. Und der ist einfach echt super modern und schick und hell. Und ja, also uns gefällt der Pepper auf jeden Fall richtig gut.
Nur es gibt halt diese Kritikpunkte, wo wir sagen, okay, das ist irgendwann auf längere Sicht oder in den nächsten Jahren, werden wir uns vergrößern müssen. Ja, das ist, also man merkt das halt mit der Zeit. Wie gesagt, wir hatten vorher den Wohnwagen, standen immer nur auf Campingplätzen, hatten Vorzelt da dran. Wir sind jetzt welche, wir sind mit dem Wohnmobil unterwegs, sind meistens, haben wir Wohnmobilstellplätze an, gehen dann von dort aus wandern und sind viel im Fahrzeug. Wir sitzen ja mal draußen, aber je nach Wetter natürlich. Also ansonsten sind wir hier viel drin, haben den Hund immer mit dabei. Und jetzt merkt man halt so mit der Zeit, wenn man länger mit dem Wohnmobil unterwegs ist, auch mal andere Wohnmobile kennengelernt hat, was möchte man in Zukunft anders machen. Also es war für uns erstmal, als wir hier das erste Mal drin waren, wow, was ist das für ein geiles Fahrzeug, genau. Dieser große Panoramafenster. Um nochmal auf den Campingplatz auszuschweichen, ich meine, das ist auch wieder... Man sitzt auch vor dem Wagen, wenn einer mal von den beiden dann reingeht, wie das Fahrzeug muss. Alleine hat man hier mehr als genug Platz. Zu zweit, wenn jemand an der Küchenzeile steht, das ist alles etwas eng. Es funktioniert zwar, aber auf Dauer oder auf längere, wir sind wirklich viel unterwegs und ich arbeite auch aus dem Wohnmobil raus, wenn ich am Wochenende unterwegs bin. Das muss dann auch ein bisschen funktionieren. Und ja, man merkt jetzt halt einfach so, ne? Möchte man die Sitzecke hier genauso wieder haben oder möchte man in Zukunft eine Rundtisch-Sitzecke oder wie man das schimpft haben? Und das sind halt einfach so Kleinigkeiten, die fallen einem auf. Und dementsprechend war unser Video eher dafür so gedacht, gerade für uns jetzt auch, für uns war es das erste Wohnmobil. Es sind viele unter euch oder auch unter den Pepper-Fahrern, die schon jahrelang vorher auch ein Wohnmobil hatte. Für uns ist das, wie gesagt, das allererste. Und ich finde so ein Video eigentlich ganz gut, gerade für Leute, die sich dazu entscheiden, genau, sich ein Wohnmobil zu holen. Setzt euch mal auf die Toilette, stellt euch in die Dusche, fahrt eine Runde damit, leiht euch dieses Wohnmobil einfach mal aus. Also für uns war das wirklich, wir haben lange gesucht und der Preis, Leistung, Aussehen hat uns einfach überzeugt. Und wir haben jetzt auch hier bei diesem Wohnmobil schon so viel Geld reingesteckt. Also wir haben wirklich alles Mögliche nachrüsten lassen, sind auch immer noch dabei und überlegen, was kann man noch Neues machen. Und der Pepper gefällt uns von dem, was er hat, gut. Und wir werden ihn auch noch ein paar Jahre erstmal so weiterfahren. Und man weiß ja nicht, was in Zukunft noch so dazukommt. Wir sind noch zu zweit, vielleicht irgendwann mal zu dritt oder wie auch immer. Oder mit 5 Hunden unterwegs, dann braucht man auch was Größeres. Und von daher, auf Dauer, irgendwann wird man sich was anderes holen. Das wird bei uns auch der Fall sein. Beste Kommentar ist noch, hiermit. Ja, genau, mit pauschal, ein Kommentar haben wir bekommen. Pauschalurlaub mit Neckermann-Reisen wird uns besser passen. Ich meine, ich glaube, Neckermann gehört zu Thomas Krug-Gruppe oder wie heißen sie? Also die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, die sind insolvent, genau, soweit ich das weiß. Diese Reise und auch ja, manchmal sind die Kommentare halt wirklich so, da fragt man sich, was hat das jetzt damit zu tun? Haben wir irgendjemanden auf den Schlips getreten mit unserem Video? Dann tut es uns leid. Also es ist unsere eigene Meinung. Jeder hat eine andere Meinung. Den einen stört das Klappern, den einen stört es nicht. Uns stört es und dementsprechend... Das beste Kommentar ist, wir zwei Grobmotoriker sollten uns auch ein Leopard 2 besorgen zum Campingfahrzeug umbauen lassen. Aber das ist eigentlich ganz geil, oder? So ein... Allerdings, wie kommt man an so einem Leopard 2? Ich hatte gesehen, der Leopard 1, der wurde vor einiger Zeit ausgemustert und ist relativ günstig zu bekommen. Gefunden habe ich aber leider auch noch keinen. Also falls ihr irgendwie sowas anzubieten habt, schreibt den Link gerne in die Kommentare. Allerdings kommen wir dann mit unseren 3,5 Tonnen nicht mehr aus, da müssen wir uns was überlegen. Aber und ich weiß nicht, eine Norwegen-Tour wird auch heftig, ne? Wenn wir da ganz rüberfahren über den Landweg. Ja, Scherz beiseite. Ja, also nehmt es nicht so übel, das Video. Ich denke, für einige könnte das wirklich... Und persönlich finde ich es auch eigentlich gut, dass auch mal so ein Hersteller wie Weinsberg sieht, okay, hier sind einige Sachen. Klar, wir wissen, so ein Kühlschrank, so eine Tür, das wird auch in anderen Wohnmobilen verbaut. Aber ich denke mir gerade, bestes Beispiel, genau, ich gehe ins Restaurant, esse was und das schmeckt nicht. Dann gehe ich zum... Oder die Kartoffeln schmecken nicht. Und der Koch würde dann zu mir sagen, ja, die Kartoffeln kommen aber nicht von mir. Aber ich als Koch habe doch, also ich muss doch darauf achten, dass ich vernünftige Zutaten die Kartoffeln einkaufe. Zubereitet. Genau. Und, genau. So, also jetzt nur so als Beispiel, wir schleifen wieder ab, das wollen wir hier in dem Fall gar nicht. Ja, das sind weiterhin nochmal gesagt, alles Kleinigkeiten, die man beheben kann, selber beheben kann. Nur wir finden es auch ganz gut, dass man sowas mal im Video anspricht. Vielleicht sieht Weinsberg sowas auch mal selber, auch gerade hier mit dem Dachhimmel, da mit den klappenden Gabeln, so ein Schaumstoff. Stück oder was auch immer man dazwischen drücken kann. Das sind Kleinstbeträge mit großer Wirkung. Wir wollen es einfach mal angesprochen haben. Das, was uns gestört hat und stört. Und im Großen und Ganzen sind wir super zufrieden. Das ist ein Top-Fahrzeug. Und ich denke, hiermit sollten wir dieses Fazit auch beenden. Wir haben unsere Meinung dazu abgegeben und wir reisen erstmal froh weiter. Nimmst du das nicht übel? Ich würde sagen, wir drehen uns wieder mit unserem Sessel um und genießen ein bisschen die Mosel.
und wünschen euch noch sehr, sehr viel Spaß mit eurem Fahrzeug. Kannst du dich mal nach links drehen, weil sonst passt das hier nicht mit dem Thomas. Sorry, das musste jetzt sein zum Abschluss.